Ja, meine Freunde, wie Monster Armstadt für euch, begrüße euch zu einem kleinen Smash-Video. Und zwar, ich habe es schon bei einigen gesehen, ihr fragt euch immer, was machen diese Amiibo-Figuren hier im Spiel. Und ich zeige euch das jetzt mal kurz. Ich habe jetzt Pit hier, der ist noch nicht registriert in meiner Wii U. Und ich habe meinen Mario, der ist auf Level 50, das ist, was das Maximallevel ist bei den Amiibo-Figuren. Und ich habe hier ein Twix-Papier, was ich noch nicht weggeräumt habe. Ja, wir gehen jetzt erstmal in Smash. Ich habe jetzt hier mein Tablet. Das sieht so aus. Da steckt hier mein Ladegerät, halt hier mein Ladegerät dran und hier meine Kopfhörer. Und ich spiele meistens mit dem Pro-Controller. Und wir gehen jetzt erstmal in die weiteren Modi. Und dann auf Amiibo. Und dann zeige ich euch einfach mal, wie das funktioniert. Also wir nehmen jetzt hier den Pit. Ne? Pit Amiibo-Figur. Und hier unten auf dem Tablet haben wir so eine Fläche. Hier. Da stehen wir jetzt auf Pit drauf. So, ihr seht schon, Pit ist im Spiel und ja, wir können dann halt den Amiibo mit einem Besitzer registrieren, das wäre halt in dem Falle ich. Und könnt euch euer Outfit aussuchen, wobei ich ja sagen muss, dass mir der normale Pit am besten gefällt. Wie nennen wir den jetzt mal? Wir nennen jetzt einfach mal, also Fabian hat seinen cuten Boy genannt und ich nenne jetzt einfach mal meinen Pretty Pity. So. Und so einfach läuft das Ganze. Also das ist relativ unspektakulär, geht relativ schnell. Und ja, was könnt ihr mit Amiibos machen? Wir könnten den jetzt hier Ausrüstung füttern. Und zwar habt ihr oben rechts so eine Anzeige, was die dann macht. Die macht halt jetzt plus 10 Angriff, minus 30 Abwehr. Da gibt es halt verschiedene Sachen. Das ist halt wie bei Pokémon, wenn ihr den irgendwie EVs gebt, nenne ich es einfach mal. Nur dass hier ein Wert verringert wird und ein Wert wiederum erhöht wird. Und ja, plus 30, plus 25, plus 7, das gibt es halt mit Angriff. Dann gibt das Ganze noch mit Abwehr. Das habe ich irgendwo hier unten. Ja, hier unten ist das. Gibt das Ganze noch mit Abwehr. Und dann ganz unten nochmal mit Tempo. Könnt ihr den halt richtig schnell machen. Und irgendwann, wenn ihr dem genug gefüllt habt, bekommt ihr Bonuseffekte. Das heißt, zum Beispiel mein Link hat früher mit 30 Schaden gestartet, war dafür aber... ich glaube 1,5 mal schneller als normale Links. Dann konnte auch höher springen und sowas. Seht schon hier plus 37, minus 14 Angriff und sowas. Ist auf alle Fälle nicht schlecht gemacht. Könnt ihr euch richtige Monstercharaktere zusammenbasteln. Ja, bei Spezial könnt ihr euch dann die Attacken angucken, was er so kann. Jetzt hier könnt ihr auch zum Beispiel noch eine andere Attacke auswählen. Und das lässt sich halt immer freischalten, wenn jetzt der Amiibo ist eine Weile trainiert. Ja, wird halt das Ding dann irgendwann so stark und gut, dass es Geschenke mitbringt. Und dann spare ich jetzt erstmal den Amiibo auf der Figur. Das heißt, die Amiibo-Figur hat jetzt unseren Pretty Pity auf Level 1. Der hat jetzt diesen komischen Flugangriff. Und wir gehen nochmal kurz in Amiibo rein. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man das trainiert. Und zeige euch dann mal einen Vergleichskampf zwischen meinem Pit, der Level 1 ist, und zwischen meinem Mario. Und ich werde mal mit beiden, also bei beiden Kämpfen mit Kirby spielen. Weil das ungefähr der ist, also der Charakter ist, den ich am besten kann besetzt. Wir spielen mal Versuche. Machen drei Versuche, genau. So, ihr seht schon hier unser Pretty Pity, ne? Und ich bin Spieler 2. Hier ist der Körper, hier ist der Körper. Und ich werde auch ein Amiibo-Turnier starten. Ich habe ja hinter mir haufenweise Amiibo-Figuren stehen. Mittlerweile gebe ich 13 oder 14 an der Zahl. Und ich werde im Laufe dieses Jahres, wahrscheinlich so im Februar rum, Ende Januar, Anfang Februar, wenn dann die nächsten Amiibo-Figuren draußen sind, ein Turnier starten, und zwar bloß mit Amiibo-Figuren, das heißt, die kämpfen dann gegeneinander. Und ihr seht schon, Pretty Pity erreicht Level 2. Und tschüss. Und er lernt halt von mir, das ist halt das Gute.
dass die Amiibo-Figuren irgendwann ein bisschen dazu lernen. Was natürlich noch besser ist. Wenn ihr den Charakter spielt, also selbst spielen könnt, der hier als Amiibo-Figur da ist. Das heißt, wenn ich jetzt praktisch Kirby-Amiibo trainieren wollte und selbst Kirby gut kann, würde der irgendwann meine Bewegung, meine ganze Spielweise fast 1:1 kopieren können. Würde deswegen dann richtig gut werden. Das gleiche ist auch mit den Taunten hier, was ich hier mache. Wenn ich das jetzt oft genug mache, würde das dann Pit auch irgendwann machen und übernehmen. Ich sehe schon, Pit ist nicht wirklich eine Herausforderung. Das ist Level 1 Pit, der ist noch so ein Match auf Level 3. Ich lasse die meistens eine Stunde trainieren mit anderen Amiibos. Das sind ja meistens so Level 30. So, Pit ist schon fast weg. Bringen wir es zu Ende. So, Pit Level 4 hat ordentlich das Mal gekriegt und er müsste jetzt auch noch ein paar Level gestiegen sein. Level 5. Und der wird halt dann irgendwann mal besser. Der wird irgendwann mal besser, wenn der Level 50 ist, ist das sogar richtig gut. Und ich zeige euch das jetzt mal am Mario. Und erstmal speichern wir unsere Pit jetzt auf der Figur wieder. Halt. Oh, jetzt bin ich erstmal schon reingegangen. Ja. So. Okay. Also jetzt haben wir unseren Level 5er Pit auf der Figur gespeichert. Und ich zeige euch jetzt zum Mario. Also hier meine Mario Amiibo. Einfach draufstellen. Und das ist halt der ganze Zauber mit den Amiibo-Figuren. Ich finde aber die Amiibo-Figuren gar nicht mal so schlecht. Also die Amiibos sind teilweise weitaus stärker als so ein Level 9 Computergegner. Können wir mal hier gucken. Ich habe die halt ohne diese Bonus-Effekte trainiert, weil ich es halt für das Turnier so machen will. Und der hat zum Beispiel noch keine neuen Attacken gekriegt. Und wir smashen einfach mal. So, seht schon hier Mario Stufe 50. Mein Mario. Und wir sind natürlich der Pokémon. So. Und ich zeige euch jetzt mal, dass Mario Level 50 ordentlich was kann eigentlich. Denn. Ja, die sind ganz schön schwer, die Amiibos zu Level 50. Besonders wenn man die dann selbst trainiert. Ich habe die jetzt halt größtenteils mit den Amiibos trainieren lassen. Immer in so einem 8er Smash. Das heißt, der wird jetzt vielleicht nicht ganz so stark sein. Aber trotzdem ein bisschen was reißen können. Der weicht auf alle Fälle ganz gut aus, der kleine Drecksack. Meine Fresse, jetzt komm her, du scheiß Amiibo-Figur. Ja, schon mal in Mario so weit, dann habe ich dann selbst trainiert. Da konnte ich diesen komischen Down Punch, den der macht, wenn der Flug ist. Schon mal 82%. Hat mir schon mal 82% gegeben, die Drecksau. Der konnte diesen komischen Down Punch, wenn der im Flug ist. So gut. Och komm. Nein! Ihr seht schon. Also, entweder bin ich jetzt wirklich so schlecht geworden, weil ich mal eine halbe Woche lang kein Smash gespielt habe. Na komm, Mensch, jetzt flieg doch mal raus hier. Boah. Auf
alle Fälle schwerer, nur noch zu gewinnen. Und Mario ist immer meine stärkste Amiibo-Figur, das ist nämlich das Lustige. Das müsste nämlich typisch Link sein, den habe ich fast ausgiebig, also fast durchgehend selbst trainiert. Und ihr seht schon, Mario kann übelst gut ausweichen, also der... Der ist auf alle Fälle so halbwegs, was er... Ja, nein, 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 nein. Was er macht. Nein! So viel dazu. Also, ich habe jetzt nicht mit 100% Power gespielt, aber ihr seht schon, dass Mario ein bisschen stärker ist als Pit. Und ihr seht auch, dass die Amiibo-Figuren ordentlich was reißen können. Und wenn ihr die selbst trainiert die ganze Zeit, werden sie auf alle Fälle zu ordentlich guten Gegnern. Du musst nach Fabian fragen, der hat einen Pit auf Level 45 oder 50 gehabt und der war stark wie Sau. Ja. Ich möchte gerne die Personalisierung aufrufen. Ich möchte das gerne auf meinem Amiibo speichern. Und ja, das war eigentlich alles zu den Amiibo-Figuren. Ihr werdet die nächsten Wochen noch weitere Unboxings sehen. Wie gesagt, ich werde dieses Amiibo-Turnier machen, wenn alle 50 sind. Werde ich mich nochmal mit dir hinsetzen und mit jeder Amiibo-Figur ungefähr eine halbe Stunde selbst trainieren, damit sie noch ein bisschen was können. Und ansonsten war es das von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von Amiibo sehen wollt, wenn ihr mal sehen wollt, wie ich die trainiere, schreibt es in die Kommentare. Und ja. Bis dahin, haut rein und ciao.